ist das Leben scheiße. Doppelt unterstrichen und ungerecht. Weil Menschen selbstsüchtige Monster sind. Charlie, das Leben ist scheiße, weil meine Ex jetzt mit einem Off-Broadway-Monologisten liiert ist. Es ist nicht so, wie du denkst. Das sieht für mich verdammt nach Sex aus. Okay, du hast mal wieder recht, aber nur, weil du mich dazu treibst. Mr. Henry, alles okay? Alles bestens, es ist nur, mein Leben spielt gerade ein bisschen verrückt, aber das ist irgendwann auch vorbei. Wir müssen morgen ganz früh aufstehen, sonst kommen wir zu spät in die Schule. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Wollen wir wetten? Da gibt's nichts zu wetten. Hört auf zu grinsen. Schluss jetzt, sonst werde ich die Pizza essen. Und wie war's heute so in der Schule? Langweiliges Kinderzeug. Bei mir war's Erwachsenenzeug. Es ist mitten am Tag und Sie tragen noch Ihren Pyjama. Das sind Golfhosen. Ich hänge immer noch an meiner Ex. Ich will, dass Sie meine Mom kennenlernen. Und woher kommen Sie? Neuseeland. Ich muss mir mit Kette mal Ihre Hobbit-Filme ansehen. Oh, das macht Sie ja zur Neuseeland-Expertin. Ganz schön keck. Tja, so sind wir kleinen Hobbits. Hast du vielleicht eine Freundin? Meine Freundin ist ja eigentlich nicht direkt. Wer möchte Geschenke? Ich! Ich bin ein guter Vater. Du bist ein guter Spaßmacher. Hier, zwei iPads. Sie sind doch erst 6. In dem Alter sollten Sie Spaß haben. Daddy! Ich sage euch, das wird das größte Wochenende eures Lebens. Das sagst du doch immer, Daddy. Ja, das wird richtig toll. Dad, hast du Mom? Natürlich nicht. Magst du sie? Das mit der Liebe ist mitunter schwierig. Das bedeutet, dass wir nicht wissen, was passieren wird. Und das wird alles wieder richtig gut. Kommst du darauf? Ich denke, manchmal muss man sowas einfach mal sagen. Sind wir Freunde? Wir sind viel mehr als das. Wir sind Eltern. Ich verpasse dir jetzt eine. Nicht, vielleicht nicht mitten ins Gesicht. Au, das war mein Ohr, Mann! Ich weiß, aber du hast doch gesagt, nicht ins Gesicht. Das Ohr gehört doch zum Gesicht!